So, da bin ich nochmal, mein kleiner Weihnachtsmann, den ich ja selber gestrickt habe, wie ich euch in einem anderen Video erklärt habe, hat noch einen kleinen Kumpel bekommen, und zwar diesen kleinen Schneemann hier. Ich hatte noch eine Menge weißes Garn über und Watte, hab mir überlegt, dass ich ihm noch einen kleinen Freund zur Seite stelle. Das ging auch ganz schnell, nach dem gleichen Schema, ein gerades Stück hochstricken, dann den Kopf abbinden, mit Watte füllen natürlich vorher. Dann die Arme etwas abnähen, genau wie in dem anderen Video. Nur die Füße. Er hat natürlich keine Füße, sondern ist unten einfach so zusammengenäht, dass es ein dicker Ball ist unten auch. Ging ganz schnell, ganz einfach und sieht niedlich aus. Ein bisschen verziert habe ich ihn noch mit diesem lustigen Hut. Da muss man einfach ein bisschen kreativ häkeln. Einfach oben eine kleine runde Platte, dann ein paar Maschen zusammenhäkeln, dann wird es gerade, dann kommt der Schaft und dann bis zur Krempe, dann nimmt man wieder ein paar Maschen zu. Und das habe ich dann einfach mit Zwirn festgenäht. Für die Nase habe ich ein bisschen getrickst, ein kleines Stückchen Pappe rein und ein paar Mal mit Garn umwickelt. Ja, dann hat der Gute noch einen Schal und einen Zweig bekommen als Stab und fertig ist er. Und es sieht doch lustig aus hier, meine kleine Weihnachtsfamilie. Ja, falls noch einer Lust hat, das nachzumachen, einfach nochmal in das andere Video reinschauen, da ist es ziemlich genau erklärt. Viel Spaß dabei und frohe Weihnachten!